Guide. C'est dans ce camp. Voyons, merci. Guerre. Figuez ton Mario. Voyons. Eine Mosse gut. Eine Mosse gut. Ja. Sind zufrieden. Alles gut. Du, pass auf, von heute zu Diddling geboren, was ein Gebetchen Diddling auch. Ja, ja. Ob der zu Diddling, dann auch immer zu Diddling, anders bleiben wir noch zu Diddling. Diddling geboren, das ist der Pap, den aus aber von Italien auf, ja. Auf Lützeburg kommt. Auf Lützeburg kommt. Wie war dann die mal Situation für die Italiener heute zu Lützeburg? Ja, das war. Da sind wir besser gehen. Am Anfang, ja, dass wenn erst dann an ein Land kommen, das ist ja normal, dass sie nicht mehr direkt gut aussehen. Aber die meisten waren aber fein, dann ist in 34 an der Schule gegangen auf den Deich. Ja. Der Schwarz, den sie noch geholt haben, nur der Schule für Schaffen zu gehen, in welche Richtung aus den gerne? Ja, dann müssen wir das machen, was immer so gesagt hat. Und da kommt die Berufsberatung. Ja. Hoffen wir den nächsten Tag, wir sind die eng an die Lehrerbildungsanstalt gegangen, nach Pepping. Mhm. Da sind dann die Schulmeisterin ausgebildet. Und dann haben sie nicht da geholt, weil die Deutschen auch einen Unterschied gemacht mit den Ausländern, mit den Italienern. Die waren nicht gerade ganz zufrieden mit denen. Und dann sind sie an die Handwerker geschaut. Was war dann den ersten Arbeitsplatz? Direkt wie wir da nach dem Krieg, das war 49, da sind ja, wo gehen wir da noch arbeiten? Da war ein Junge, da, die hat einen Schreinerei zu Biering. Und da sind wir zu Biering gegangen. Und dann noch? Was hast du dann noch? Ja, da hat man da so ein bisschen was verdient. Das ist nicht viel. Und da war mein Kollege schon, die bei der Arbeit war, und da, die hatte schon mehr wie ich. Und das war am Fungel nicht gegangen. Und du nicht so als freie Stücke gesagt, ich fiesse noch. Und warst du noch bei der, auf der Arbeit gegangen? Ja, bei der Arbeit, okay. Ja. Mhm. Und du, ja, du musst nach Produktion gehen. Mhm. Hat das einen großen Einfluss auf dein Leben? Ja, das hat einen großen Einfluss. Ich war erheblich kein Herkul. Mhm. Und dann du war es schwer. Mhm. Und dann mehr als ich, du war das war toll. Das ist ganz Leben, also ein guter Teil von deinem Leben auf der Arbeit, auf 85 war ein bisschen ein neuer Lebensaufschnitt. Dass du wusstest, ja, du kommst, die Pensions. Du warst du gegangen. Du hast dich gefragt für sein Pelz. Mhm. Wie du gegangen hast, mit Zungen und Haien und du. Das ist, du hast dann von mir bereichst, dann schaffen sie, weil du es auf den Blatt wieselst. In der Früh waren das waren die daheim, mein Partner gefragt. Wie kriegst du dann Haut den Alltag? Wie sieht den Haut aus? Dein, na ja, das geht, das geht. Verläuft das? Relativ gut. Ja, wir sind ein bisschen bei Alter. Aber geht, auch gesundheitlich geht es nicht zum Besten. Wir können nach länger sein. Das ist der Kach nach Zümmel, geht aber noch Zümmel an den Dörf. Wir gehen nicht an den Dörf, nicht dass ich mich schlecht fühlen. Und dann, ich kann aber nach all der an den Dörf gehen. Da gehen wir ein bisschen maulen, ein bisschen stippeln, ein bisschen Politik bei den Kollegen. Das ist gut. Pure Contra. Mhm. Ja. Dann ja. Sind wir flott. Und dann um 6 Uhr sind wir eben daheim. Nicht, da guckt die Televisionen, ich gucke eine Menge, dafür kriegen wir auch keinen Streit. Aha. Ja. Ja. Und den Rest machen wir zusammen. Flott. Geht es dann, wenn du so rückblickend guckst, ob dein. Der Parcoursdienst gemäht hast, was du mal zufrieden in Sachen ist, dass du welchen anderen oder Ernstes machen, was du so ganz ehrlich, am Anfang gar nicht, dass man nicht lädt.